Ja, und jetzt ist der Mann bei uns, der uns mit seinen Paraden das Endspiel besorgt hat, gerade im Elfmeterschießen gegen den VfL Wolfsburg, Alex Rehberg. Alex, grüß dich. Hast du schon realisiert, was ihr bislang geleistet habt in dieser Saison? Ja, so richtig noch nicht. Also nach dem Spiel auf gar keinen Fall, aber jetzt so jetzt heute und morgen so habe ich schon langsam so realisiert, was jetzt noch vor uns steht und was wir schon alles so erreicht haben. Schon geil. Geil, ich glaube, das ist ein Wort, das dieser Tage sehr, sehr gut zutrifft. Es sind bereits 7200 Tickets Stand jetzt verkauft. Was ist das für ein Gefühl für euch, so ein Feedback von den Fans, jetzt von den 96 Fans zu bekommen? Ja, das ist natürlich Wahnsinn, dass so viele Karten schon verkauft wurden. Und ja, wir freuen uns über jedes verkaufte Ticket. Und ja, ist natürlich geil, vor so einer Kulisse mal zu spielen, was wir jetzt bisher noch nicht gemacht haben. Und ja, gerade auch in der HDI Arena ist nochmal was anderes als hier in Allenriede oder im Beke-Stadion. Und ja, mal schauen. Mal schauen. Wir haben jetzt schon ein paar Elfmeterschießen in der Vergangenheit bestritten. Einmal gegen Schalke, was endlos war gefühlt. Dann im Conti Cup, was auch leider nicht erfolgreich war. Was ging dir denn durch den Kopf, als es dann wieder Elfmeterschießen hieß im Spiel gegen den VfL Wolfsburg? Ich hatte von vornherein ein gutes Gefühl, habe ich auch direkt dem Trainer gesagt, dass dass mein Tag heute ist. Und ja, erste direkt an die Latte, war natürlich ein bisschen Glück dabei, aber ja, danach den dann gehalten und ja, Freude war groß. Du strahlst auch noch förmlich. Habt ihr denn so den Einzug ins Finale ein bisschen feiern können? Ja, schon so ein bisschen. Wir haben dann 2 Tage frei bekommen direkt und ja, im Bus so ein bisschen und in der Kabine natürlich, ja, konnte man schon noch ein bisschen feiern. Sehr gut. Und vielleicht kann man nach dem Sonntag natürlich auch noch ein bisschen feiern. Wie siehst du denn die Favoritenrolle so verteilt am kommenden Sonntag? TSG Hoffenheim kommt. Der Lukas hat uns vorhin schon erzählt, dass ihr den Gegner jetzt genauestens unter die Lupe nehmen werdet. Wie siehst du die Favoritenrolle? Ja, also die Favoritenrolle ist, denke ich, bei keinem. Gerade das, da wir auch zu Hause spielen, haben wir die Fans im Rücken und damit ist, denke ich, alles machbar. Ja, wir wissen natürlich, dass Hoffenheim hinten richtig gut steht und auch nach vorne richtig gut was machen kann. Aber ich denke, wir wissen, was wir können und ja, mal schauen. Alex, vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg für Sonntag. Dankeschön.